Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und das da ist der Christian. Ja, das ist schön gesagt, ja. Wir haben heute den 5. September und am 5. September reden wir natürlich als erstes wieder über das berühmte Geburtstagskind. Und das ist in diesem Falle Matthias Sammer. Matthias Sammer. Matthias Sammer ist ja eigentlich mal dein Buddy gewesen. Ist er? Ja, der war doch bei Bayern. Der hat seine erfolgreiche Zeit beim BVB gehabt. Ja. Ja, dann hat er da so ein bisschen so der Sportdirektor oder sowas gemacht in München. Ja. So, das war, ja, war okay. Ja. 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 Aber der war Dortmund, in Dortmund war er von 2000 bis 2004. Sehr erfolgreich, ich möchte es nochmal wiederholen. War er Meister? Meister war er nicht. 2002, kommt drauf an, ich weiß, kam 2002, kam, nee, 2002 kam er erst dann. 2002? 2000 bis 2004. Ja, dann war er Meister 2002. 2002 war er Meister, okay, siehst du. Aber sonst nichts geholt. Viel Erfolg und Ruhm und Ansehen. Ja, genau, ganz viele Dortmunderinnen kennengelernt. Ja. Dann war er später bei Stuttgart 2004 bis 2005 und dann halt bei Bayern. Ah, ja. Ja. 1996 ist er Europameister geworden. Korrekt. Ja. Und hat eigentlich die deutsche Nationalelf wirklich zum Sieg geführt. Da war eigentlich der Haudegen, wurde auch getackert irgendwie. Ne? So. Deswegen hat er so eine Narbe irgendwie am Kopf. Wurde auch getackert im Spiel mal. Wo ist der Start? Wann war das mit dem Spiel gegen Gladbach? Gegen Gladbach wurde getackert. Ah ja, gut. Okay, das hat aber lange gedauert. Übrigens, nee, ich habe nur überlegt, gegen wen es war. Aber das kann nicht stimmen, dass er von 2002 bis 2004 beim BVB. Nochmal. Ja. Von 2000 bis 2004. Das 2002 hast du dir ausgedacht. So wie bei Borussia Dortmund 1993 bis 98. Ja, das war als Spieler. Ja. Und als Spieler ist er dann 95 und 96 deutscher Meister geworden und 97 Champions League-Sieger. Ja, aber ich war doch als Trainer gefragt, 2000. Ja, als Trainer hat er nur eine Meisterschaft geholt. Haben wir das doch jetzt zum dritten Mal geklärt? Ja. Ich wollte nur sicher gehen, dass das hier bei Matthias Sammer und Borussia Dortmund sauber rübergebracht ist. Das kann doch nicht sein, dass der 2000 erst gekommen ist. Was ist das denn da? Hat auch keiner gesagt. Ist ja auch wurscht. Naja, jedenfalls, das war am 5. September. 5. September, Matthias Sammer. Geburtstag! 5. September 1995 hat der Präsident Jacques Chirac von Frankreich. Jacques Chirac hat man ja auch mal gesagt. Hat trotz internationaler Proteste im Mururoa-Atoll im Südpazifik Atomtests durchgeführt. Die Sau. Ja. Jacques Chirac. Das verurteilen wir heute noch. Ja. Das war nicht so. Hiermit verurteilt. Guck mal böse, Sascha. Okay, hiermit verurteilt. Ja, ja. Am 5. September ist auch internationaler Tag der Wohltätigkeit. Hm. Also wenn du irgendwie was... Also wenn du mir jetzt irgendwie Geld geben willst? Nein, ist okay. Es geht ja nicht um dich. Es geht um dich. Am Tag der Wohltätigkeit geht es um den Sascha. Nee, es geht nicht um mich. Es geht um Leute, die bedürftig sind. Also um dich. Ja. Okay, genau. geht schon wieder um dich. Na gut. Ja, 5. September, was hat uns da noch auf der Pfanne? 1980, am 5. September, wurde der Gotthard-Straßentunnel eröffnet. Ah, Gotthardtunnel? Ja, Gotthardtunnel wurde 1970 bis 1980 gebaut und verbindet das Kanton Uri mit dem Kanton Tessin. Gehen wir runter vom Mikro. Guck mal, das ist hier verwickelt. Guck mal, Christian, Mensch. Ja, auf jeden Fall Gotthardtunnel. Ich muss mal gucken hier, dass die Anschlüsse noch checken. Komm, ist egal. Ne? Also, pass auf. Ja. Gotthardtunnel, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Ich zum Gotthardtunnel mit dem Rosé. Pass auf, ich mit dem Gotthardtunnel zum Rosé. Von Bologna kommt. Ja. Waren wir auf einer Kinderbuchmesse oder irgend so ein Käse. Mhm. Ne? So, dann da hingefahren zum Gotthardtunnel. Gotthardtunnel gesperrt. Bis morgens um 5 soll er gesperrt sein. Hör auf, so langweilig wäre. So, Gotthardtunnel gesperrt. Wir wollten über den Pass drüber. Pass war vollgeschneit. Ging auch nicht. Vollgeschneit. Vollgeschneit ging auch nicht. So, ja. Dann wieder zurück. Wir haben uns auf den Parkplatz irgendwo gestellt. Und wirklich total übermüdet. Und haben uns da schlafen gelegt im Auto. Ach so, ein Glück. Oh. Ja, okay. José, Fahrerseite. Mhm. Ich. Beifahrerseite. Mhm. Wir runtergekurbelt das Ding, ja. Mhm. Beide liegen wir so da. Und so nach einer Stunde träumt der José und macht plötzlich so. Also ich liege auch da, ne? So. Ja, okay. Und dann macht er so. Und er hat geträumt, dass er beim Autofahren eingeschlafen ist. Und ich habe nur, mein Herz ging, ich so, Alter, was ist denn mit dir los? Und man war richtig so, aus dem Nichts irgendwie so, du musst dir vorstellen, seit einer Stunde ist totale Stille. Todesstille. Auf einmal macht er. Ich gedacht, ich müsste sterben. Grüße an der Stelle an José. José, echt, was eine Scheißaktion von dir. Ich habe heute noch ein Trauma. Ja, das war der 5. September. Ja.
5. September, meine Stimme hat irgendwie jetzt durch dieses Geräusch nachgelassen, aber es macht ja nichts, die Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Wir sehen uns morgen wieder am 6. September. Cheerio, Miss Sophie. Gute.